Einen Shiba! Shiba, wurde mir gesagt. Shiba, weißt du noch? Ja, ja. Shiba, hier von Kim Possible. Nee, Shigo hieß die. Shigo, stimmt. Aber Shiba ist eine Hunderasse, Shiba Inu. Ach, oh. Und das ist ein Ort in Japan. Wusste ich doch. Ein Bezirk. Danach wurde er benannt, ja. Deine Hose ist ja voll dreckig, Alter. Deine aber auch. Guck mal, die ist eigentlich blau. Aber unten gar nicht. Aber deine ist viel dreckiger, Mann. Die ist fast überall braun. Nein, guck dir mal deine an, ja. Na, sorry, meine ist halt länger. Du. Ist ready? Ja. 3, 2, 1, go. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wildlands. Mit dabei ist Chiara. Ja. Ja, und wir müssen... Mission. In meiner schön verlorenen Folge. Ach, das ist kein Problem. Jetzt hat der Salut gesagt. Ja, ich muss einfach darauf hinweisen. So, wir haben, wir müssen ein gepanzertes Boot finden. Ein gepanzertes Boot. Hier nicht, übrigens nicht runter. Ach so, du fährst mit dem, oh stimmt, ja, im Auto. Und ich habe jetzt übrigens... Hier nicht runterspringen. Ja. Ja. Für alle Leute, die bei mir gucken, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wie ich es noch besser aufnehme. Und bei Chiara ist was schief gegangen. Ja, ich habe aus Versehen eine Folge gelöscht, weil ich eine andere bearbeiten wollte, dann habe ich die übergespeichert. Ja, dann müssen die das halt bei dir gucken. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ich bin ja nicht ganz weg. Würde ich alleine aufnehmen, dann ist das viel schlimmer. Okay. Jetzt wird mir gerade schwindelig vom ganzen Ausatmen. Ah, das ist schlecht. Ja, das kenne ich. Sorry, sorry, einer hat überlebt. Fuck. Ach, jetzt drehst du dich um, oder was? Ja. Sorry. Frauenlaudes, ey, das ist echt... Das ist wie... Ich sage jetzt nichts Falsches. Okay. Wie ein guter Keks. Ohne Milch. Ohne Milch. Ein bisschen stumpf, aber ist schon okay. Ist okay. Kann man machen. Ja, ist ja. Aber nicht. Ja. Ah. Ja. Ja. Ich muss mal kurz hier runter, ja. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Nee. Okay. Okay, doch. Oh. Da ich zu viel Tempo drauf. Da eventuell auch. Lalalala. Stopp. Lol, ich bin gerade. Bei mir ist, Whitelands abgekackt. Ja, das hab ich gerade gemerkt. Ich bin gerade durch ein Auto durchgefahren. Oh, lol. Oh, lol. Lol. Ja. Was passiert? Lol. Ja, kannst du mir auch irgendwas dazu sagen? Nee, ich kann's nicht nochmal starten. Warum nicht? Warte. Nee, synchronisiert erst meinen Speicherstand und jetzt kann ich's nochmal starten. Ach so. Ah, ja, Synchronisation des Speicherstands ist wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Drück das immer weg. Arsch mich doch. Boah, das ist voll schön hier. Was? Dafür waren wir schon mal. Ich glaube sogar in der letzten Folge. Keiner weiß es bei mir. Jetzt wissen sie es ja. Verdammt. Stimmt. Oh, es läuft! Whitelands läuft! Nice! Für das Intro. Guck mal. Jetzt mal die Soundeffekte nach. Das war das Nvidia-Intro. Ah, ja, hab ich sofort rausgehört. Drücken Sie eine Taste.
Oh Mann, ich hab gedacht, ich hätte schwören können, da kommt ein Ton. So war sie. Oder da. Okay. Wir wollen es jetzt mal wieder nicht übertreiben. So, soll ich dir joinen oder willst du mir joinen? Das ist dir überlassen. Also ich bin schon da, wo wir hin müssen. Ah, join mir gleich mal. Spaß. Ich lade dich jetzt mal ein. Spaß. Ich weiß schon, dass es da steht. Ach, stimmt. It's a prank. Bank. Schibidi-bidi-bap-bank. There's an armored boat docked outside Santa Blanca's base at Caimenes. It's loaded with high-tech electronics for El Cerebro's research projects. We're gonna grab the boat and turn the cargo over to a CIA team for analysis. Gut. Beitreten, nimmer. So, nach einem kurzen Absturz von Whitelands, so wieder als beim alten. Genau. Nice. Nice. So, wo müssen wir? Wo ach, du bist hinter mir. Ich hab gedacht, du wärst irgendwo vor mir. Hallo, ich bin der neue Tori. Der neue Tori? Ja, so siehst du auch aus mit Waffen. Na. Warte. Kann man langsam laufen? Nee, weil wie das. War das X? Ja, das war X. Na. War der H war Waffe rein? Hallo, X. Oh, sieht das hier schön aus. Was findest du denn da so schön? Oh. Wie sieht's da so aus? Ich hab dich gerade gefilmt. So Bowman's people can give it the once over. Sure, they won't let us play with it first. So. I see a second target. A baby makes three. Ein zweiter Tangole. They got a generator over here. Einen Generator habe ich gehört. Warte. Wo hast du den Generator gesehen? Hat der nicht angezeigt? Da hinten. Okay, den zerstöre ich. Das ist für die Herausforderung. Ja, das dachte ich mir schon. Ich bin jetzt direkt vor dem Generatorschalter. Sniper. Explosion in 3, 2, 1. Fucking Christ. Nein! Ja, fuck man, trifft das ganz gut. Haben sie etwa dich gesehen? Ja, ich schieße hier ein bisschen. Hab daneben also geschossen. Ach, dann ist nicht so schlimm. Wir müssten theoretisch das, was die immer sagen, dieses mit dem Sturmangriff und dass Leute kommen, müssten wir eigentlich, wenn wir fertig sind mit Wildlands, irgendwann auswendig können, so oft wie die das sagen, ey. Holy shit. Den lass jetzt auswendig. Vielleicht ist dann meine Spanischlehrerin stolz auf mich. Gibt keinen Entkommen vor mir. Hey, hör auf mich zu schießen. Böser Feind. Oh, Granate, scheiße. Hey, wir wirften einfach so eine Granate. Bist du etwa so artig da vorne? Assi, ey. Denkt einfach so, oh, werfe ich mal eine Granate, passiert da nichts. Fährt da gerade eine Info davon? Da vorne ist eine Info, ja. Und hier ist ein Pixlayer. Fährt da weg, oder? Weil der eine Rebell kann einfach so über den Zaun springen, aber ich nicht, oder was? Ja, der Rebell ist ja auch einfach viel trainierter als ich. Kleines Easter Egg hier. Roter Tobak? Roter Oktober, kennst du den Film? Schon mal von gehört. Da geht's um ein U-Boot. Das ist ein geiles Easter Egg, eigentlich. Oh, voll verämt, ey. Hallo. Tschüss. Hallo. Was hat der nicht getroffen? Läuft denn da hinten? Was ist denn dieses Ausrufezeichen, was da läuft? Die Info. Bewegt sich. Ja, ich weiß. Das ist normal. Das fällt Zivilist. Bleib stehen, Zivilis! Ich hole mir hier mal so eine Akte, ne? Ah, ist ein Koffer. Bildhinweis. Achso, das war der rote Oktober. Ja.
Danke. Weißt du, ist den Nachschub und mein Typ sagt, wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Das ist ein Kanonenboot! Aber es hat keine Kanonen, es hat nur so MGs. Barsche. Wo sind jetzt die Kanonen? Wollen wir jetzt damit weg? Wir sollen nicht stehen. Da sind noch Gegner. Können wir einfach umbritzen. Okay. Warte, machen wir ganz einfach. Oh. Jetzt will ich nach vorne. Willst du nicht vorne? Okay, dann. Warte, kann ich. Warte, kann ich nach vorne? Still think you're 22 or something? Okay. Nah, I'm just looking to hook up with 22-year-olds. I'm sure you are. Too bad none of them feel the same way. Let's get out. What are we talking about? Oh, das Tor ist ja grün. Tor ist offen. Yeah. Oh, oh. Arriba! Wo schießt ihr hin? Wir werden die ganze Zeit... Auch wenn kein Feind vor uns ist. Noch da. Alter, ist ja schwer mit dem Ding zu treffen. Ich sehe nämlich gar keinen Crosshair. Tschüss. This is how it works. Ja, gut. Wir haben hier ein bisschen ein Problem. Ding ist. Granate fliegt! Oh. Wir hätten nichts machen können, das lag da. Wie solltest du lieber fahren? Immer dieser Anfänger. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ach man. Ja, aber nur. Girl, bei mir steht jetzt bei den Tipps, bei Tipp 33, Befehlsrad bestätigen. Befehlsrad bestätigen. Da steht einfach nur ganz, also Befehlsrad ist das Oberthema und da steht einfach nur bestätigen, sogar klein geschrieben. Punkt. Nichts anderes. Finde ich lustig. Finde ich lustig. Haha. Ha, ha. Warte, jetzt können wir ja nochmal den Generator kaputt machen. Oh. Kriege ich das modern. Wie hieß das? Modernes Artilleriegeschütz? Oh. Ja, ich stelle den Strom ab. Ah, den Generator. Du bist jetzt tot. Puff. Shit. Was haben wir denn noch da? Kann ich das nicht einfach so ranzoomen und dann sehe ich das? Ne, sehe ich nicht. Okay. Ja, ich zeig jetzt mal, wie ein richtiger Ghost das macht. Du schwimmst leise zum Zielobjekt. Ganz einfach. Gucken, okay, ob es klappt. Mal gucken, ob ich sterbe. Eine Wahrscheinlichkeit bei. Ich bin optimistisch. 90%. Oh, gerade wenn da so ein fetter Typ steht. Da ist auch noch einer, okay. Easy. Kann ich hier irgendwo hoch? Irgendwo hoch? Hochklettern. Klettern, okay. Sniper in the tower. Fuck! Hostile down. Hat nicht so geklappt, wie ich gehofft habe. Ach, Lucy! Hör auf! Du nervst! Gosh, ey. Ich trieb dich gleich weg. Ich dreh mich auf, ey, diese Katze. Oh, danke. Noch irgendjemand? Hallo? Och, bist du ein Ekel da oben? Holy shit. Holy shit. Du hättest mich ja fast gedingsbumst. Noch jemand?
Fenja sagt hallo. Hallo. Hm. Also ich sehe hier keine Gegner mehr. Ich auch nicht. Schade. Schade. Schade, schade, Schokolade. Sitz vorne. Ja. Mach mal das Licht aus hier. Ich hab gar kein Fadenkreuz mehr, was da los? Ja, das hatte ich auch bei. Mies. Das ist richtig eklig, so zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie ich fahren muss. Ich auch nicht. Wir hätten halt jetzt safe schon irgendwo noch ein Boot. So wie ich gerade dieses Manöver gefahren bin. Alter, wie der da gerade lag, als wäre so ein Seestern. Seh gar nix! Guck, man muss ganz behutsam um die Ecke. Um die Kurve. Ja, das hab ich auch versucht. Oh, ich muss jetzt mal echt mal Licht anmachen. Oh, nee. Boah, was war das? Na. Gibt's ja auch Nitro? Nitro! Ich hab im Vorbeifahren eingetroffen. Lol. Hast nicht getroffen. Nee. Oder? Schade. Ich schieße hier aber die ganze Zeit. Ich glaube, okay. Schon unbekannte Orte. Verdammt! Rückwärtsgang, komm, Rückwärtsgang, lass mich nicht im Stich. Komm, im Far Cry funktioniert's auch immer. Ja, das sieht gut aus. Scheiße, Heli! Komm, nur noch 250 Meter! 200! Kann den Heli nicht mehr abschießen. Alles gut, schau mal. Easy going. Ah! Bam! Sind da! Perfekt geparkt! Guck mal, nicht mal der Rückwärtsgang bringt hier noch was. Geh weg. Tschüss. So, was müssen wir jetzt machen? Hier, zerstört das Drogen-U-Boot. Drogen-U-Boot. Das Drogen-U-Boot. Babadabab. Davor können wir noch diesen unbekannten Ort uns angucken. Wollen wir das machen, Kira? Ja. Nice, los geht's. Yeah. Einfach so stumpf ins Wasser gesprungen, als wäre nichts da. So. Ohne irgendwelchen Sound. So. Ja, genau so gut. Ups, schau mal nervt. Nahegelegene Einsätze, den machen wir gleich. So, hier ist irgendwas. Jetzt schießt er wieder raus. Da runter, runter. Na gut. Die sehen uns. Die haben das nicht gesehen hier. Ne, haben sie auch nicht. Quatsch. Aber so ein abstürzender Helikopter? Nee. Was? Hauptbasis? Ja, gut. Und die haben ja. Oh, lol. Weißt du, schon geil, wenn man einfach so ein bisschen rumläuft, um einen unbekannten Ort zu entdecken, auf einmal, gestört. Ja, ist eine Basis, super duper Basis. Nicht geil. Ach, da hinten ist der, nee, ist das der Generator? Du kannst nicht fliegen, oder? Kann nicht fliegen, nein. Also, wenn's, ach, verdammt. Ja, hier ist ein Tor. Schießt da mit Mörsern um sich. Ja, mit meinen Granaten geflogen. So. Kopf eine Granate geflogen, setzt sich nieder auf meinen Schoß. Hier, ich sehe einen Störsender. Luftabwehr, sorry, ist kein Störsender, ist eine Luftabwehr. Dann eine kleine Gruppe Tangos. Wissen, was sind das? Ja,
Oh, wer schießt da? Keiner. Die haben einen Panzer! Du kennst, du weißt ja, ich und der Panzer, wir sind best friends forever. Da ist der Störsender. Wo ist denn das Energieding? Energieding, wo bist du? Hier nicht. Versuch, mal gucken, ob ich es schaffe, in den Panzer reinzukommen. Ah ja, die sollten auch vielleicht erstmal. Okay. Ja, warte, hier wird mir doch. Was ist denn los jetzt hier? Warum kann ich jetzt nicht mehr? Oh, es ist schon wieder dieses Scheißproblem, ey. Ist Scheißproblem. Ah, jetzt bin ich dabei, okay. Ich war nämlich gerade eben nicht dabei. Du warst nicht dabei. In diesem Missionsding. Oh. Nicht in Panzer einsteigen, ich verstehe es nicht. Oh, Granate. Da. Ich bin down. Oh, da, ich sehe das Stromding. Direkt beim Störsender. Also, einer steht, zwei sind beim Panzer. Korrektur, einer ist beim Panzer. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab sogar deine Schüsse so ganz leicht gehört, so. Find ich cool. Einmal geht das noch. Einmal, jetzt wissen wir, wo alles ist. Jetzt machen wir einfach wups, waps, wips und es ist alles weg. Okay. Oh, du spielst ja Wildlands, geil. Ja, yeah, ich spiel Wildlands. Krass, ne? Heftig. Wow. So. Warte, ich schwimme mal rein und mal gucken, ob ich hinkriege, den Störsender zu deaktivieren. Mhm. Eyes on a mounted weapon. I'm looking at a small group of tangos. Wagen mit montierter Waffe. Oh, warte, das ist das MG, glaub ich. Das Panzer. Oh. I'm looking at a small group of tangos. Eyes on a small group of tangos. East. I'm looking at a small group of tangos. Er hat mich nicht gesehen. Niki richtig langsam und leise durch. Nein, bitte nicht. Oh, ich hatte gerade wieder so einen eingefrorenen Bildschirm. Eingefrorenen Screen. Bin gleich beim Störsender. Das ist das Flugzeugabwehrding, ne? Ja, das steht direkt neben mir. Okay. Würde ich gleich im großen Kaboom zerstören. Störsender ist direkt vor mir.
Männer. Das ist natürlich jetzt nichts. Der hat das gesehen. Nice. Lass die Drohne fliegen. Gerne einmal rummachen oder so. Bist du? Na, wenn. Liegen voll vielleicht, ob die schlafen, ey. Da wollen sie nicht schlafen, ey. Oh, lol, die hier echt einfach nur rumliegen. Der ist verbuggt, der fliegt und liegt dabei. Er fliegt und liegt. Ja. Eyes on a small group of tangos. Got eyes on a mounted weapon. Ich zerstöre jetzt Generator. Kapuff. Wo ging hier das Licht aus? Enemy down. Die beim MG ist weg. Oh fuck, ich bin sowas von hart down. Oh, kommt noch hin. Oh! Nein, ich war gerade im Haus. Wie will denn der Typ mich kriegen? Ich war im Haus. Oh. Scheiße. Komm, Kira, das schaffst du. Also töte dort alle. Ich spawn gleich einfach bei dir nochmal. Habe ich ja die eine Herausforderung ja schon fertig. Gut, jetzt kommen wir nächste. Simultanschuss in La Cruz. Unterstützung ist in 5 Sekunden da. Vorne. Alles klar. Ja, vor einmal jemand so voll reingerannt. Ich leg mich jetzt hier erstmal hin, bei mir stehen 3 Leute. Ja, das ist nicht ohne das Camp, holy shit. Jetzt stören sie auf einmal alle wieder raus. Ja. Weiß auch warum. Voll die Verrückten. Ich hab's selbst so angehört, als hätte da einer Leo geschrien. Ich weiß nicht. Kommt einer hoch, ne? Ja, ich warte auf ihn. Okay. Was habe ich denn für eine Waffe? Habe ich da irgendeine feindliche Waffe aufgehoben? Ja, es ist eine M4. Was soll eine feindliche Waffe aufgehoben? Git. Sieht ja nicht so aus wie die Waffen, die ich immer benutze. Oh, die schießt aber schön. Holy shit. Wow, fuck. Oh, Gott sei Dank bist du da. Holy shit. Alter, jetzt geht's hier aber mal hart aufs Maul.
Ja, dass man deine Leiche nicht so mit sich ziehen kann. Oh, das wär's. Ja, voll cool. Und der im Geschütz da hinten. Den hole ich mir. Hat das so lange gedauert? Wen? Wer will jetzt hier aufs Maul? Hä? Ja. Der da hinten. Oh, da kommt Verstärkung an. Die soll nur hier runterfahren, ey. Er kriegt sie aufs Maul. Was soll ich machen? Da ist eine Kingslayer da. Das hört sich so krass an. Ja, kommt der runtergefahren? Ist das ein Neuntland? Das ist ein Neuntland. Okay, er kommt nicht runtergefahren. Okay. Guck mal, wir haben jetzt ein Gefährt, womit wir gleich weiterfahren können. Stell dir mal vor, man könnte die Rebellen um so eine Unterstützung bitten. Matsch. Krass heftig, Alter, wie ich hier einfach nichts sehe. Wo geht's denn hier rein? Ach, da. Aha. Kann da irgendwas machen? Nee. Sollen wir den jetzt zerstören? Ha, so geht das. Ich so, wie sollen wir das jetzt zerstören? Auf einmal BAM! Ich so, ah. Du geht's auch. Ich bin Schütze. Ist doch nur hier vorne hin. Ach so. Ich halte den Rücken frei. Okay. Ich muss sie wahrscheinlich auch einsammeln. Nee, muss ich nicht. Wäre ich jetzt wieder raus. Okay. We've got the intel we need on El Cerebro's research and we took out the prototype. The project's FUBAR'd for sure. Projekt erledigt. Sind es nur noch 3 Aufgaben? So, wir haben hier schon 2. Wir haben alle 3 jetzt hier schon aufgedeckt. Nee, es sind noch 4 Aufgaben. Mathe war noch nie so mein Stärk. Let's go. Du fährst? Okay. Vielleicht ist auch gleich wieder kaputt. Nein. Warum fährst du jetzt so? Hier geht's doch da oben raus. Ja, aber ich wollte einfach mal querfeld einfahren. Oder ach so. Geht das? Da ist eine Mauer. Ja, dann fahren wir halt vorne raus. Haha. Das Ding kaputt gemacht. Hast du die Zeit im Auge? Die Zeit? Ja, wir sind schon bei 30 Minuten. Bei 30? Ja. Ach du Scheiße. Oh, toll. Ich hatte die gar nicht im Auge. Okay. Sehen wir uns, wenn wir die Drogen-U-Boote zerstören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Lol, ist